Gut, dann haben wir noch vielerlei Punkte, die es zu erzählen gäbe. Ich möchte die hier nur kurz anreißen, weil es sind, wie gesagt, sehr viele und detaillierte Punkte, die natürlich dann auch im Recruiting-Prozess dem Kandidaten kommuniziert werden oder Ihnen als Kandidat kommuniziert werden. Fangen wir mal an. Wir sind nicht Teil einer Tarifvereinigung, ne? Und trotzdem haben wir gesagt, wir warten nicht, bis jemand um ein Gehaltsgespräch bittet, sondern wir gehen von uns aus, wenn wir der Meinung sind, dass eine Leistungssteigerung stattgefunden hat. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass manche sich eben unwohl in Gehaltsgesprächen fühlen und wir nicht wollen, dass derjenige, der am lautesten schreit, dann der ist, der profitiert, sondern wir wollen quasi, dass der profitiert, der auch seine Leistung gesteigert hat. Also beschäftigen wir uns selbst damit, ne? Also wir machen uns quasi mehr Aufwand und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle haben wir dadurch auch mehr Kosten in Form von Gehältern, aber das machen wir bewusst. Und das Zweite ist, dass es ja einfach nur fair ist, wenn eine Leistungssteigerung da ist, auch diese zu honorieren, ne? Also ich ermutige da auch immer zu. Fakt ist, dass die Tür immer offen steht, wenn man unzufrieden ist. Dann kann man immer eine Gehaltsverhandlung ansprechen, auch unterjährig. Dann, nächster Punkt, ich habe da so einen Fußball als Emoji gewählt oder als Bildsymbol gewählt, weil für mich ist es eigentlich total klar, wenn ich Trainer wäre oder Verein wäre, würde ich den Spielern und Spielerinnen natürlich einen Ball geben für zu Hause. Ja, weil sie dann auch zu Hause mal trainieren oder spielen können, ne? Und genauso ist es hier auch, ne? Also wir versuchen da überall zu unterstützen, wo es geht. Ich kann jetzt nicht zu viel sagen, falls ein Lohnsteuerprüfer da zuschaut. Aber natürlich, ne, da haben wir auch mal als Weihnachtsgeschenk haben wir dann einen Raspberry Pi oder wenn wir Platten, deren Garantiezeit abgelaufen ist, ausbauen, nicht mehr verwerten können, ne, dann kann die jeder Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben als Schüler da, die möchten irgendwelche alte Elektronik, die eigentlich schon auf der Elektroschrott käme, um daran rumzuspielen, ne, vielleicht elektrotechnisch irgendwie was zu basteln. Ne, also da machen wir sehr, sehr viel. Dann Ausstattung. Ne, also gerade wenn wir jetzt jemanden im Homeoffice ausstatten, ne, das ist beste Ausstattung. Ne? Und das ist nicht so, dass man die nur betrieblich nutzen darf, sondern ne, dass wenn jetzt jemand ein Headset hat, ja, würde er jetzt jedes Mal oder würde sich jetzt unbedingt ein zweites Headset kaufen. Das ist weder ökologisch noch ökonomisch. Ne? Dann nimm das Headset für zum Beispiel Online-Games oder so. Ne? Ja, die ganzen Sachen, Dienstrad, Smartphone und Co., da haben wir auch ganz viele Sachen, über die wir sprechen können. Lohnnebenleistung wie eine Krankenzusatzversicherung als Beispiel, bei den Azubis Fahrtkostenzuschüsse, dann die ganze Literatur kriegt man bei uns kostenlos, wenn irgendjemand irgendwas braucht, kann er sich das bestellen, ne? Also da haben wir auch sehr viel drüber hinaus. Das Ziel bei den 4 Punkten darüber war im Prinzip, dass wir wo immer möglich, wo es lohnsteuerlich oder generell steuerlich erlaubt ist, dass wir da helfen, Kosten zu sparen. Haben wir übrigens auch beim Mobile Office noch ein paar nette Geschichten. Auch dazu gibt es vielleicht mal ein Video. Dann zwei ganz wichtige Punkte unten. Ne, wir beschäftigen uns auch nonstop mit Fragen zu Gehältern. Was sollten Ober- und Untergrenzen sein? Wie groß sollte der Gap zwischen, sagen wir mal, unterer Grenze und oberer Grenze sein? Wir versuchen auch die volkswirtschaftlichen Fragen und sozialen Fragen auf uns zu projizieren, dass wir das nicht für die Volkswirtschaft oder generell sozial lösen können. Ja, aber es lohnt sich trotzdem immer wieder drüber zu sprechen. Nur wenn es auch breit diskutiert wird, sowohl in Unternehmen als auch volkswirtschaftlich, kann sich da überhaupt eine Lösung abzeichnen. Und da führen wir zum Beispiel auf Teamflügen regelmäßig Diskussionen, an was sollten wir uns orientieren. Ne? Sollten wir uns zum Beispiel an den Jahresdurchschnittsgehältern orientieren, die das Statistische Bundesamt rausgibt. Sollten wir uns irgendwie an den Rentenpunkten orientieren, dass wir sagen, okay, der Lohn soll so sein, dass auch die Rente dann entsprechend hoch sein wird im Alter. Da wird sehr viel darüber diskutiert. Ne? Ein anderes Beispiel ist, dass letztes Jahr drei Mitarbeiter, die haben über meine Gehaltserhöhung beratschlagt und mir das dann genannt und genau so wurde es umgesetzt. Also wir sind da sehr stark dabei und ich möchte da aber erstmal
Jetzt, wenn es darum geht, auch vielleicht mal ein Gehalt offen zu legen, dann wird es natürlich erstmal bei mir anfangen und nicht bei den Mitarbeitern, ne? Weil das ist was, das braucht seine Zeit, da muss man drüber diskutieren, aber so weit sind wir einfach vom Mindset her, was das Thema Gehalt angeht.